Okay, hi Leute, lasst uns ein paar Beschwörungen machen. Wir hauen die 8 Stück hier raus. Konchu wäre geil, er wäre gut und er wäre auch gut. Eigentlich braucht man nicht beschwören, wir machen es trotzdem. Ihn habe ich immer noch nicht, ihn hätte ich gern. Also alles, was es gibt im Fünf-Sterne-Bereich, ist gut. Wir wollen nichts verschreien, aber selbst Season 1 nehmen wir, weil das nächste Seelentausch kommt ja. An ihm finde ich übrigens echtes Skillset allgemein wirklich, wirklich gut. Die Reduzierung ist super um 150 und ja, also 250 Schaden bei 799 ist gut. Er ist gelb, er ist erstmal gut gegen alles, was lila ist und lila ist ja immer noch vorherrschend. Da ist er endlich. Sehr schön. Hallo. Schön. Hat sich schon gelohnt. So, drei noch. Okay. Dann ist das mein Fünfer auch okay. Kann ich mit leben. Und nochmal. Hallo, hallo, hallo. Kann ich mit leben. Eine noch, dann machen wir noch die Kiste. Ein Wappenrock. Sehr schön. Klasse. Dann ist es in dem Fall so, dass sich Grimble freut, weil wir haben hier die Wappenröcke, hatten wir schon zusammen, okay, haben wir zusammen, dann freut sich Grimble, es wird gelevelt, Finlay im Kostüm, Kagan geht in Seelentausch, den habe ich jetzt dreimal, selbst mit Kostüm dreimal brauchen wir ihn nicht, das ist natürlich für die ganzen Turmsachen und so ist Kagan fürs rote Team Spitze, ne? Weil er haut natürlich schon gut rein. Ne? Du bist halt ruckzuck durch mit Flaschen voll gemacht. Muss man ihn zweimal leveln? Nee, er ist ein Heiler. Ihn levelt man einmal. Ja, obwohl, negative Statusänderung. Vielleicht gegen, ja, ich save sie mal beide. Vielleicht muss man mit der Ali reden noch. Und der Rest, Vaquas, werde ich keine zweimal machen. Und also Dreier zweimal, Ausnahmedreier, so wie Karel oder so, ja. Aber ansonsten machen wir nichts. Dreimal. Ich muss mich mal von ein paar Dreiern, die ich niemals leveln werde, vielleicht auch verabschieden. Der Mümmelmann, der ist schnell, 300. Und der Malus auf sich selbst. Weiß nicht, ob ich den noch leveln werde. 300 ist natürlich schon stark. Er halt wegen Kostümbonus und da weiß man ja nie, ne? Kriegen die noch zweite Kostüme und so? Kann ja schon auch alles sein. Dann machen wir mal hier Finlay voll. Beerden garantiert nicht, du auch garantiert nicht, du auch garantiert nicht, du auch garantiert nicht. Okay, sonst war da nichts. Jetzt kommen wir in die Fünfergefilde. Da oben ist nichts mehr. Dann machen wir das doch so und zack, zack, jawohl. Und dann gab es halt einen Kagan, das ist völlig in Ordnung. Ich werde
diesen Monat nur noch einmal beschwören und eine Zehner machen. Ja, aber ihr kennt mich, das sage ich ja jedes Mal. Das sage ich jedes Mal und jedes Mal kommt es dann ganz anders. Und wir machen doch mehr wie eine Zehner, das ist ja immer so, ne? Das jede Woche denke ich mir, oh, da ist wieder ein Angebot und so, willst du es nicht noch kaufen? Obwohl ich ja wirklich aufhören wollte zu cashen, aber ja, so ist es halt. Du willst ja doch mithalten, willst ja doch oben mitspielen, ne? Und dann guckst du da in die Allianzen rein und so und dann siehst du hier die Loge und so und denkst, ja, da will ich hin, also so da will ich stehen mit meiner Allianz oder dann vielleicht auch mal mit einer anderen, wer weiß, aber eigentlich bin ich ja beim Bloodwolf Clan schon glücklich. Mal sehen, wie competitive wir bleiben, wenn wir alle zusammenbleiben und alle zusammen aufsteigen, dann geht es bestimmt. Okay, danke fürs Zuschauen, es soll es gewesen sein, gab nichts außer ein Kagan, haut rein, bis dann, euer SK. Übrigens gerne lasst mir ein Like oder ein Abo da, das hilft meinem Kanal weiter und macht mir natürlich auch privat dann Freude. Haut rein, bis dann, euer SK.